Was wir normalerweise denken, wenn wir von Gold hören. Was Chemiker denken? Reaktiv. Hallo zusammen. In diesem Video erzähle ich euch etwas über Gold. Ein Metall, das nicht nur für Schmuck, sondern auch für super wirksame Medikamente und Tests für verschiedene Krankheiten verwendet wird. Im Periodensystem der chemischen Elemente gehört Gold zur Gruppe 11, zu der auch Kupfer und Silber gehören. Die Geschichte der Menschheit ist eng mit diesen drei chemischen Elementen verbunden, da wir sie aufgrund ihrer geringen Reaktivität in der Natur in ihrer ursprünglichen Form finden können. Aber nicht Kupfer oder Silber weckten das Interesse früherer Generationen, sondern das einheimische Gold. Sein glänzendes Aussehen zog die Menschen viel mehr an als das stumpfe Aussehen von Kupfer und Silber. Vor etwa 40.000 Jahren verwendeten unsere Vorfahren dieses gelbliche Metall zur Herstellung von Schmuck, da Werkzeuge und Instrumente aus Gold zu weich gewesen wären. Deshalb wurden die ersten Münzen des antiken Lydien, die vor etwa 2600 Jahren entstanden, nicht aus reinem Gold, sondern aus seiner natürlichen Legierung mit Silber, dem Elektrum, hergestellt. Die Silberbeimischung in der Legierung machte die Münzen stärker. Leider kann ein Durchschnittsbürger heutzutage kaum noch einheimisches Gold finden. Um euch die Eigenschaften dieses Metalls zu zeigen, musste ich 1 Gramm dieses Elements für 70 Euro kaufen. Wie alles auf der Erde existierende Gold ist auch dieses kleine Stück das Ergebnis der Nukleosynthese im Inneren einer weit entfernten, explodierenden Supernova oder der Verschmelzung zweier Neutronensterne. Obwohl das Atomgewicht von Gold nicht sehr groß ist, ist sein Volumen in der Erdkruste deutlich geringer als das von Uran oder Thorium, bei denen es weniger wahrscheinlich ist, dass diese bei Explosionen im Weltraum verschmelzen. Es stellte sich heraus, dass die hohe Dichte und die geringe chemische Aktivität des Goldes dazu führten, dass es in den frühen Stadien der Erdentstehung im Eisenkern versank, während zum Beispiel Uran oder Thorium einfach oxidierten und sich in geschmolzenen Mineralien auflösten. Alles, was wir jetzt haben, sind also diese Goldkrümel, die mit der Lava aus dem Zentrum unseres Planeten mitgebracht wurden, sowie jene, die von den Asteroiden mitgeführt wurden. Ja, moderne Technologien ermöglichen es den Menschen, selbst Gold zu gewinnen, indem sie zum Beispiel Wismutatome in einem Teilchenbeschleuniger beschießen, wodurch einige Protonen und Neutronen herausgeschlagen werden und verschiedene Isotope von Gold entstehen. Die meisten dieser Isotope sind jedoch radioaktiv und die Kosten pro Gramm des im Beschleuniger hergestellten Goldes sind millionenfach höher als die des Goldes, das in Minen gefunden wird. Wir sollten froh sein, dass die härteste Arbeit bei der Gewinnung von Gold von der Natur in dem Inneren riesiger und heißer Sterne geleistet wurde. Wie ich bereits erwähnte, ist die Dichte von Gold wirklich beeindruckend. Sie ist nur 14% geringer als die des dichtesten Metalls, Osmium. Dennoch ist reines Gold extrem weich, also beschloss ich, die Reinheit dieses Mini-Goldbarrens mit der alten Methode zu testen. Ich prüfte die Härte mit einem Zahn. Also gut, der Laden hat mich nicht getäuscht und ich habe auf dem Mini-Goldbarren einen deutlichen Zahnabdruck hinterlassen, der auf die hohe Reinheit hinweist. Das Gold, das Verunreinigungen wie Silber oder Kupfer enthält, ist viel härter und würde daher den Zahntest niemals bestehen. Neben dem Beißen kann man einen Goldbarren auch einfach in die Hand nehmen und biegen. Er ist ähnlich weich wie Blei. Um hundertprozentig sicher zu sein, habe ich beschlossen, die Härte dieses Barrens mit einem Härteprüfer zu messen und sie mit der von Blei zu vergleichen. Wie ihr auf meinem Prüfgerät sehen könnt, ist Gold nur ein paar Prozent härter als Blei, aber gleichzeitig ist es 100-mal teurer und 2-mal dichter. Aus diesem Grund wird Goldschmuck heute nicht mehr aus reinem Gold hergestellt, sondern aus einer Legierung mit Silber und Kupfer, die es für Juweliere stabiler und leichter zu verarbeiten macht. Falls ihr es noch nicht wusstet, der prozentuale Anteil von Gold in eurem Ring oder in eurer Kette ist in der Goldnorm festgelegt.
Der Goldstandard 585 bedeutet zum Beispiel, dass der Gegenstand 58,5% reines Gold enthält. Dennoch kann dieses Edelmetall nicht nur für Schmuck, sondern zum Beispiel auch für wissenschaftliche Instrumente verwendet werden. So stellen die Wissenschaftler des GSI-Zentrums in Deutschland aus feinstem Blattgold Teile für hochempfindliche Detektoren her, die wenige Atome hochradioaktiver und instabiler Elemente aufspüren können. Reines Gold ist ein so weiches Metall, dass es auf eine Dicke gewalzt werden kann, die tausendmal geringer ist als die eines menschlichen Haares, was die Herstellung dieser Goldblätter ermöglicht. Allerdings sind solche Blätter in der Regel nicht aus reinem Gold, sondern aus Gold mit einigen Silber- oder Kupferbeimischungen, deren Anteil vom Hersteller abhängt. Ich denke, es ist endlich an der Zeit herauszufinden, welche chemischen Eigenschaften dieses Edelmetall hat. Zuerst wollen wir untersuchen, wie Gold mit verschiedenen Säuren reagiert. Die erste Reaktion, für die ich mich entschieden habe, ist die von Gold und konzentrierter Salzsäure, die wir mit der von Aluminiumfolie und Salzsäure vergleichen werden. Wir können deutlich sehen, dass Aluminium sofort mit Salzsäure reagiert, während Gold reaktionslos bleibt. Nun wollen wir sehen, wie Gold mit konzentrierter Salpetersäure reagiert. Zum Vergleich habe ich beschlossen, ein Stück Kupfer in das zweite Glas zu legen. In wenigen Sekunden beginnt sich das Kupfer aktiv in der Salpetersäure aufzulösen, wobei ein braunes Gas aus Stickstoffdioxid entsteht. Das Goldstück, das in Salpetersäure gelegt wurde, reagierte in keiner Weise. Es wurden nur Fettrückstände vom Gold entfernt. Im nächsten Experiment beschloss ich, ein kleines Stück Gold in geschmolzener Lauge zu kochen, also nahm ich das Glas mit dem Gold darin und fügte etwas Natriumhydroxid dazu. Als die Lauge geschmolzen war, begann das Glas, auf das die geschmolzene Lauge traf, ebenfalls zu schmelzen. Das Gold veränderte sein Aussehen überhaupt nicht. Es haftete nur an dem Natriumsilikat, das durch die Reaktion des Glases mit der Natronlauge entstanden war. Gold reagiert also nicht auf Laugen und gewöhnliche Säuren. Das letzte Experiment mit diesem Goldstück habe ich mit einem normalen Gasbrenner durchgeführt. Bei einer Temperatur von über 1100 Grad Celsius beginnt das Gold zu schmelzen, oxidiert aber immer noch nicht an der Luft. Das ist es, was ich als echten Widerstand bezeichne. Aufgrund dieses Widerstands wird Gold häufig als Beschichtung für die Kontakte vieler elektronischer Geräte verwendet, zum Beispiel für die Kontakte von Prozessoren oder des Arbeitsspeichers von Computern, wodurch eine sichere Verbindung gewährleistet wird. Außerdem ist Gold sehr lichtreflektierend, insbesondere für Infrarotstrahlen. Aus diesem Grund sind viele Satelliten mit Goldfolie überzogen, um sie vor Überhitzung in der Sonne zu schützen. Obwohl das gelbliche Metall sehr resistent gegen Säuren und Laugen ist, kann es unter bestimmten Bedingungen chemisch angegriffen werden und sich auflösen. Um solche Bedingungen zu schaffen, habe ich das Goldstück in 5 ml konzentrierte Salzsäure gelegt und wie bei den vorherigen Experimenten gab es keine Reaktion. Aber wenn man 1 ml konzentrierte Salpetersäure hinzufügt und weiter erhitzt, kann man sehen, wie sich das Gold langsam auflöst. Wenn man konzentrierte Salzsäure und Salpetersäure mischt, erhält man das sogenannte Königswasser, das chemisch gesehen eine Lösung aus Chlor, Stickstoffdioxid und Nitrosylchlorid ist. Dank dieser Elemente besitzt das Gemisch eine extrem hohe Oxidationskraft, sodass sich Metalle wie Gold und Platin in dieser Lösung auflösen können. Bei der Auflösung von Gold in Königswasser entsteht Stickstoffmonoxid und damit Chlorwasserstoffsäure, die Lösung gelb färbt. Trotz dieser hohen Beständigkeit kann Gold also unter bestimmten Bedingungen gelöst werden. Außer in Königswasser kann Gold auch in Chlorwasser oder in einer Lösung von Kaliumcyanid gelöst werden. Aber da letzteres das stärkste Gift überhaupt ist, habe ich beschlossen, nicht damit zu experimentieren. Dennoch reichten 20 Minuten Erhitzen aus, um 1 Gramm Gold rückstandsfrei in Königswasser aufzulösen. Und ich nehme an, dass ein unkundiger Mensch niemals auf die Idee käme, dass diese Lösung Gold enthält. Dies ist eine großartige Methode, um Goldreserven zu verstecken, die einst von dem ungarischen Chemiker George de Hevesy angewandt wurde, um die Goldmedaillen der Nobelpreisträger James Franck und Max von Laue zu verstecken.
Dies geschah zur Zeit der Besetzung Dänemarks durch die Nazis während des Zweiten Weltkriegs. Nur für den Fall, dass ihr es nicht wusstet, diese gelbe Lösung kann wieder in Gold verwandelt werden. Zu diesem Zweck habe ich sie mit Wasser verdünnt und eine Lösung mit 2,6 Gramm Natriummetabisulfit hinzugefügt. Die Reaktion von Natriummetabisulfit mit Salzsäure führt zu einer Ausfällung von metallischem Gold, das eigentlich nicht wie Gold aussieht. Die Sache ist die, dass die Partikel in diesem Stadium winzig sind und das Licht nicht wie ein festes Goldstück reflektieren können, sodass sie eher wie feiner Staub aus Edelmetall aussehen. Wenn das Gold ausgefallen ist, filtere ich es durch einen normalen Filter heraus. Die Partikel sind extrem klein, sodass sie im Filter selbst haften bleiben. Um keine Partikel dieses Edelmetalls zu verlieren, trenne ich sie nicht vom Filter, sondern trockne sie alle zusammen und verbrenne den Filter in einem kleinen Tiegel. So bleiben beim Schmelzen die meisten Goldpartikel in der Schmelze, während der Papierfilter einfach spurlos verbrennt. Mit Hilfe des Gasbrenners ist es mir gelungen, das Pulver wieder in ein ganzes Stück Gold zu verwandeln. Um weiter mit diesem Metall zu experimentieren, brauche ich die löslichen Goldverbindungen. Also habe ich das Edelmetall wieder aufgelöst und eine Lösung von Chlorwasserstoffsäure erhalten. Im nächsten Experiment werde ich diese Lösung verwenden, um Goldnanopartikel zu erhalten, die heutzutage in der Medizin und anderen Industrien verwendet werden. Dieser Prozess ist ganz einfach. Ich nehme 200 ml Wasser, füge ein paar Tropfen einer 9%igen Säure hinzu und erhitze die Lösung auf 95 Grad Celsius. Nach dem Erhitzen gebe ich 2 ml einer 1%igen Natriumcitratlösung hinzu und warte. Ein paar Minuten später färbt sich die Lösung erst blau, dann violett und schließlich leuchtend rot. In diesem Fall baut Natriumcitrat langsam Gold aus seiner Verbindung wieder auf, wobei winzige Goldpartikel entstehen, die 100-mal kleiner sind als Rauchpartikel, die aus einem Autoauspuff kommen. Da diese Partikel so klein sind und nur einige Dutzend Nanometer erreichen, fallen sie in der Tasse nicht aus, sondern bilden eine kolloidale Lösung, die eigentlich eine wasserstabile Suspension ist. Außerdem schwingen solche Nanopartikel mit sichtbarem Licht mit, wodurch sich die Farbe der Lösung in Rot ändert. Wenn wir mit einem Laser durch diese Lösung leuchten, können wir den Lichtstrahl sehen, der von der Partikelsuspension in der Wasserlösung reflektiert wird. Dieses Laserexperiment wird normalerweise bei der Untersuchung von Sohlen oder anderen kolloidalen Systemen durchgeführt. Interessant ist, dass die Zugabe von etwa 5%iger Kochsalzlösung die Goldpartikel in der Mischung zusammenkleben lässt und die Farbe der Mischung verändert. Da durch die Zugabe von Salz die Goldpartikel größer wurden, wurde der Laserstrahl, der durch sie hindurchging, heller. Das Licht wird von größeren Goldpartikeln viel besser reflektiert. Während ich mit kolloidalem Gold experimentierte, bemerkte ich ein spannendes Phänomen. Wenn wir anstelle von destilliertem Wasser Leitungswasser verwenden, das viele Verunreinigungen enthält, beginnt die Lösung zu große Goldpartikel zu produzieren, die sich blau bis braun färben. Wenn die Goldkonzentration in der Lösung zu hoch ist, können diese Partikel unterschiedlich groß sein, was der Lösung ein seltsames optisches Merkmal verleiht. Verschiedene Färbungen, die von der Dicke der Lösung abhängen. Das scheint alles sehr spannend zu sein. Als Ergebnis mehrerer Experimente habe ich verschiedene farbige Lösungen, die aus schwebenden Goldpartikeln bestehen. Es ist einfach erstaunlich, dass ein Metall so viele interessante Farben und Eigenschaften kombinieren kann. Solche Gold-Nanopartikel haben große Chancen in der modernen Medizin. Zum Beispiel können solche Partikel mit Medikamentenmolekülen verbunden werden, sodass diese Moleküle zu den notwendigen Organen gelangen. Außerdem wurde kürzlich über die Entwicklung eines modernen Tests auf der Grundlage von Goldnanopartikeln für eine bekannte Krankheit berichtet. Bei diesem Test werden die Goldpartikel mit Antikörpern verbunden, die auf Covid-19 reagieren. Solche Goldnanopartikel sind übrigens im Meerwasser enthalten. Ihre Gewinnung aus dem Meer ist jedoch äußerst unrentabel, da für die Gewinnung von einem Gramm Gold etwa 1 Billion Kubikmeter Wasser verarbeitet werden müssten, was sogar mehr ist als das Volumen des Baikalsees.
Neben Medikamenten können solche Goldnanopartikel auch Luminophoren zugesetzt werden. Dieser hier besteht zum Beispiel aus Zinksulfid und wird durch Gold und Kupfer aktiviert. Wie wir sehen, geht es bei Gold nicht immer nur um Schmuck und Schmuckstücke, sondern es ist ein sehr zukunftsträchtiges Material für die Herstellung moderner Medikamente und anderer wichtiger Dinge, die uns in Zukunft beeindrucken können. Der Zeitrahmen eines YouTube-Videos reicht leider nicht aus, um euch alle möglichen Reaktionen mit Gold zu zeigen. In den nächsten Videos werde ich euch weitere interessante Dinge über dieses Metall erzählen. Wenn ihr also mehr Experimente mit diesem Element sehen wollt, drückt den Like-Button und abonniert meinen Kanal, um noch mehr neue und spannende Dinge zu erfahren.